Offiziellen Angaben zufolge sind nach dem Feuer in Teherans Evin-Gefängnis 8 Menschen ums Leben gekommen. 4 der bei dem Brand Verletzten seien im Krankenhaus gestorben, wie auf der Webseite der iranischen Justizbehörde mitgeteilt wurde. Bei den Verstorbenen handele es sich um verurteilte Diebe, ließ die Behörde weiter wissen. In der Haftanstalt sind sowohl strafrechtlich Verurteilte als auch politische Gefangene untergebracht, darunter auch solche, die an den Protesten der vergangenen Wochen teilgenommen hatten. Satellitenfotos zeigen ein verbranntes Dach im Nordteil des berüchtigten Gefängnisses. Den iranischen Behörden zufolge hatten einige der Inhaftierten ein Bekleidungslager in Brand gesteckt. Seit 5 Wochen protestieren vor allem junge Frauen in Iran nach dem gewaltsamen Tod einer 22-Jährigen. Sie war in Gewahrsam der Sittenpolizei ohnmächtig geworden und später im Krankenhaus gestorben.